Hi, herzlich willkommen zu diesem Video, warum du nichts wert bist. Provokativer Titel mal wieder. Ja, ich liebe das, das weißt du ja. Und wenn du Bock hast auf das Thema oder wenn dich interessiert, was dahinter steckt, dann bleib dran. Erstmal vorab, wenn du meine Videos kennst und wenn du Lust hast auf mehr von diesem Content oder von meinem Content, dann abonniere erstmal vorab meinen Kanal, damit du immer up to date bleibst. Ja, warum du nichts wert bist? Sehr provokante Frage. Und warum du nichts wert bist, dafür bist du selber verantwortlich. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie jetzt was? Schau mal, wir Menschen neigen dazu, uns klein zu machen. Wir werden ja auch von außen so programmiert, dass wir gewisse, also in der Bibel sagt man ja Götzen, ja, oder dass wir andere Menschen fast schon so anbeten, anhimmeln. Ja, Mensch, der kann eine gewisse Sache super oder den liebe ich und der ist super und der ist so tralala und hoppsasa und ist da viel besser als ich. Was sagst du dir denn in diesem Moment selber? Diese Person ist viel besser als ich und ich bin ja nicht gut genug. Was machst du denn dann wieder jetzt in diesem Moment? Du wertest dich selbst ab. Und weißt du, es sind so Programme, die laufen da völlig unbewusst ab, wenn man sich da gar nicht bewusst drauf konzentriert, beziehungsweise ja, wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist. Man wertet sich selbst ab. Das heißt, man sagt sich auch gewisse Dinge ein. Du kennst ja das Thema Autosuggestion. Das heißt, sich gewisse Dinge einreden, also auf den Punkt gebracht, bis man das selbst glaubt und es entsprechend verankert ist. So, und wenn du dir das immer wieder einbläust, dann sorgst du dafür, dass du unterbewusst so gewisse Minderwertigkeitskomplexe hast. Das klingt jetzt sehr theatralisch und sehr hart, aber es ist so. Du weißt ja, wir Menschen werden zu 95% aus dem Unterbewusstsein gesteuert. Und das, was wir uns einsagen, irgendwann glauben wir das unterbewusst. Und das machst du immer wieder. Und du weißt ja, oder kennst ja meine Ansicht, wenn du meine Videos kennst, dass für mich eine Basis für Erfolg und generell für ein glückliches Leben eine gewisse Sache sehr wichtig ist. Nämlich die Basis an sich selbst, beziehungsweise die sogenannte Selbstliebe. Dass man sich selbst wirklich liebt, so wie man ist, mit sich selbst so im Reinen ist. Du kannst dich nur selber lieben, beziehungsweise nur selber mit dir im Reinen sein, wenn du andere Menschen nur auf Augenhöhe siehst. Augenhöhe mit dir. Und das spielt auch keine Rolle, was sie schon erreicht haben oder nicht. Du bist nicht besser und auch nicht schlechter als irgendeine andere Person. Wenn du das anfängst, so über dich auch selbst zu denken, dann wirst du auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl entwickeln. Und wenn du ein anderes Selbstwertgefühl hast, oder Selbstbewusstsein auch, was meinst du, wie sich das wieder auf deinen Alltag auswirkt? Wie wirkt sich das auf deine Ergebnisse aus? Somit erreichst du auch viel leichter deine Ziele. Und das ist die absolute Basis. Und es gibt keinen Grund, warum man andere Menschen so anhimmeln muss. Es gibt ja auch Menschen, die in einem gewissen Bereich sehr erfolgreich sind und das aber wiederum einfordern, ja, dass du devot bist. Und wir Menschen neigen dann auch dazu, ja Mensch, super, das ist jetzt der neue Messias, das wunderbar ist. Blödsinn. Schau mal, wenn du zum Beispiel einen Leader hast, der das von dir einfordert, dass du ihn anhimmelst, anbetest, ist er denn das dann auch wirklich wert? Weil er verlangt ja danach, dass du devot bist. Und von dieser Bestätigung von außen. Schöne Frage dazu. Ist denn eine Persönlichkeit, die mit sich selber im Reinen ist, die eine starke Persönlichkeit hat, eine positive Persönlichkeit hat, darauf angewiesen, auf die Anerkennung anderer, wenn sie mit sich selber im Reinen ist? Nein. Das heißt, wenn wir es auf den Punkt bringen, ist das eine Persönlichkeitsschwäche. Ist eine, und jetzt auf der anderen Seite, ist eine Person mit so einer Schwäche, das klingt jetzt ein bisschen hart, ist es wert, dass man da so aufschaut? Ist es wert oder ist diese Person es wert, dass du da so, ja, bitte, bitte, bitte? Nein. Eine Person, die weiß, wer sie ist und weiß, was sie kann, braucht keine Bestätigung von außen. Die weiß für sich selber, dass sie die geilste, also wenn man spitzt, dass sie die geilste Person auf Erden ist. Ist mit sich selber im Reinen. Aber auch bei so einer Person musst du jetzt nicht nach oben, bitte, 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 weil du machst dich selber klein. Es gibt keinen Grund, warum du dich klein machst. Machst du dich so klein, wirst du auch immer klein bleiben. Bist du mit dir selber im Reinen und liebst du dich selbst und kannst du Menschen auf Augenhöhe begegnen, wirst du merken,
dass auch dein Gegenüber das merkt, dass du ihm auf Augenhöhe begegnest und dass du nicht devot bist und dass du nicht kuscht und dass du nicht kriechst. Menschen mit einer schwachen Persönlichkeit werden es nicht ertragen. Starke Persönlichkeiten wissen das zu schätzen. Und jetzt stell dir mal vor, du wirst von außen als starke Persönlichkeit wahrgenommen. Was meinst du, wird sich da oder wie wird sich das positiv auf dein Weiterkommen in deinem Leben oder auch jetzt in deinem Business auswirken? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben, schreib es runter in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.